Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Okay. Wir sind unterwegs auf dem Trail heute. Den bin ich nur ganz am Anfang mal gefahren und da fand ich den schon an manchen Stellen nicht so einfach. Ich bin gespannt, ob wir den überhaupt heute finden und wie das sich heute anfühlt. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit und es ist ordentlich kalt heute. So Leute, wir gehen auf die Suche zum Trail-Eingang. Die Michi meint, sie findet den, wenn sie das sieht. Da vorne sind noch andere Mountainbiker eben lang gefahren. Ich könnte mir vorstellen, dass dort der Eingang ist. Außerdem haben wir ein Problem. Wir haben keine Pumpe mitgenommen und Reifendruck ist so ein bisschen, weiß nicht. Ist allerdings auch matschig und letztes Mal hatte ich echt ein bisschen viel Druck im Reifen. Deswegen vielleicht ist das gar nicht so schlecht, heute ein bisschen weniger Reifendruck zu fahren. Außerdem habe ich davon gehört, dass die Noah Carbonlaufräder ja sehr stabil sind. Ne? Also legen wir mal los. Du bist ja Ex-Local, willst du vorfahren? Ja, die Michi hat mal hier gewohnt, nämlich. Und oh Gott. Was machst du? Ich habe da hingeguckt und ich dachte, fährst weiter. Oh Gott, der fast gecrashed direkt hier. Ich lass dich besser nicht mehr vorfahren als Guide. Die Matsche direkt. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. So, da ist eigentlich ein kleiner Kicker oder was? Was? Wurde attackiert. Ich dachte, du wolltest hier einen Bunnyhop jetzt drüber machen. Siehst du, wie rutschig das ist? Ja. Ich wäre voll hingefallen. Komm. Ich war vor? Ja. Okay. Ich glaub, da kommen die Wurzeln. Eigentlich ist das ganz cool. Okay, hier. Oh ja. Wenig Schwung gehabt hier. Ja, ich bin schon komplett nass. So, den ersten Abschnitt, den kann ich gar nicht. Den habe ich damals nicht gefunden, weil ich dachte, das wäre der Eingang. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das anfühlt. Die ist schön lang, die Abfahrt tatsächlich, aber auch anstrengend, weil flach. Das Stück fand ich eigentlich ganz cool. Im Sommer bestimmt auch gar nicht so schlecht eigentlich, so zum Spaß haben. Ich weiß, dass hier es teilweise so bergauf ging. Ja, natürlich auch die letzten Wochen bei uns ultra viel Sturm, weswegen hier natürlich auch gut was rumliegen kann. Oh, bisschen mehr Reifendruck wäre ganz cool. Das war leichter rollen hier. Die waren immer nett. Oh, also das letzte Mal war ich im Torque hier, 180 mm Freeride Bike, natürlich so eine Sache. Dankeschön,
Ich dachte, das wäre schlimmer matschig tatsächlich. Jetzt Alternativroute. Ah ja, hier. Jetzt den Eingang verkackt. Fahren wir über die Wurzel runter. Eigentlich ein bisschen runterschalten. Weil es da gleich. Oh, krass, es geht steil bergauf. Boah, keine Chance. Da habe ich voll den falschen Gang für gehabt. Alter. Jetzt gehen wir mit Schwung berghoch. Ich glaube, danach kommt jetzt die Stelle, vor der ich so Angst hatte. Ja, das war das. Das fand ich ganz schlimm, Leute. Früher. Boah, was ist hier für eine krasse Kuhle. Die Stelle fand ich so schlimm früher. Gas. Ja, ich musste bremsen. Ich bin wieder die falsche Seite gewesen. Nee, du warst auf der guten Seite, aber du warst zu langsam. Ja, jetzt geht es irgendwie angeblich nur noch hoch. Und dann gibt es einen. Ich glaube, wir müssen hier raus. Da ist zu? Ja, das ist da auch. Okay. Ja, ein Bonusteil mit keine Ahnung was. Hier ist schon reingedroppt hier. Ich habe noch nicht mal die Brille auf. Na gut. Wenn die Brille nicht auf hat, sieht man schon auf der Hälfte nichts mehr. Jetzt einfach hier reingedroppt, Junge. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich glaube, das war Quatsch. Ah ne, da unten geht's lang. Da unten geht's lang. Oder? Ja, da geht's auch wieder hoch hinten. Rein. Ja, ich war so heiß, ich musste direkt hier rein droppen. Das war cool, weil es noch was schneller war, das Stück. Ne? Ja, und ein Jump. So, erste Runde haben wir gemacht. Auffallend, wie krass die Wahrnehmung sich verändert. Wenn man als Anfänger, also als ich da wirklich noch ganz, ganz am Anfang als hier war, da fand ich manche Sachen hier echt furchteinflößend. Und heute fährt man da ganz gemütlich runter, traut sich sogar noch zu bremsen so auf den nassen Wurzeln. Und ja, das ist auf jeden Fall entspannt. Eigentlich ist cool das Ding, ich denke gut für so ein Enduro-Training sogar. Mit dem Levo ist das echt cool, weil du hast keinen Trittwiderstand über 25 km/h. Dann hast du die Power aber zur Unterstützung, um wieder anzutreten. An manchen Stellen hätte ich mehr Power gebraucht oder einen anderen Gang. Aber nichtsdestotrotz, cool. Wir fahren jetzt hoch und gucken mal,
Es gibt da zwei andere Trails eigentlich. Gucken, ob wir die finden können. Ansonsten fahren wir einfach den hier nochmal. Was sagst du? Ja, es klingt nach dem Plan. Jetzt müsste gleich was rechts reingehen und dann, also jetzt irgendwann geht was rechts rein, angeblich hier. Zeig mal. Dann ist das aber da oben. Von welcher Seite sind wir gekommen? Von da oben. Von hier. Da ist doch links, wenn wir von da gekommen sind. Ja, wir müssen da hoch. Hier soll ein Weg sein. Ja, da, das, diese Schneise meint das. Sollen wir da hochfahren? Wir können versuchen hochzufahren. Ja, man braucht ja Herausforderungen in der Offseason. Boah, 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 boah. Oh nein, ich habe den falschen Weg gewählt. Wo soll das denn sein? Wir müssen noch diese Schneise jetzt hier hoch. Nee, noch nicht. Outdoor-Abenteuer, ey. Oh ey, es wird einfach immer schlimmer. Oh. Vor allem, jetzt ist man schon so weit gekommen. Jetzt will man auch nicht mehr zurückgehen. Weil das wäre einfach noch viel weiter. Oh Gott. Jo Fritz, das ist jetzt meine Bewerbung für Seven vs. Wild 2024. Es ist auf jeden Fall, ja, bin ich abenteuerlustig. Oh, ich häng fest. Und habe auch kein Problem, hier durch das Gestrüpp zu gehen. Ich fühle mich auch hier heimisch. Könnte ich mir eigentlich auch direkt ein Shelter bauen. Ja, wir stecken fest ein bisschen, ne? Und das hier soll der Trail sein. Ich sehe es schon kommen. Einfach mal eine Tour mit Komoot planen. Schön. Klassische Komoot-Tour. Flotter Single Trail, ja. Das ist der Name. Jetzt gucken wir, ob der Name auf Programm ist. Das hier kannst du im Sommer nicht fahren. Das Ding ist halt, dass das auch ein Wanderweg ist. Da musst du ein bisschen vorausschauen. Vorsichtig fahren. So Leute, der kleine, wie hieß der, Flotter, kleine Flotter Single Trail? Flotter Single Trail. War ganz cool auf jeden Fall. Also ich weiß auch selbst, dass wir hier nichts Besonderes haben, so, ne? Aber ich bin froh, dass wir überhaupt irgendwas in der Nähe haben, weil es gibt einfach Mountainbiker, die haben wirklich gar nichts, müssen überall weit hinfahren. Wir müssen auch relativ weit überall hinfahren, aber so ein paar Sachen gibt es halt so in 30 Minuten Entfernung. Ja, wir fahren jetzt noch eine Runde den ersten Trail des Tages und versuchen mal durchzuhalten, ne? Ja. Runde absteigen. Aber Cardio ist schon. So Leute, wir sind am Ende des Tages angekommen. War ein cooler Tag, waren ein paar neue Trails, das heißt neu, aber die hat man schon so lange nicht gefahren. Ja, also hat auf jeden Fall Bock gemacht mit einem Levo, mit weniger Federweg und Motor. Macht das auf jeden Fall mehr Spaß als mit dem Torque hier. Mit dem Torque war es noch anstrengender, es war schon so anstrengend. Aber trotzdem, war ein cooler Tag.
hat mich einfach gefreut, dass man nicht den ganzen Tag geschüttet hat. Die nächsten Wochen soll es auch weniger regnen, dafür wird es jetzt aber richtig knackig kalt. Und heute ging das tatsächlich noch, obwohl wir minus 1 Grad hatten. Aber was Handschuhe angeht, da muss ich mir was überlegen, weil jetzt sind meine Finger ordentlich kalt. Und das finde ich immer das Schlimmste, Finger und Füße. Am Oberkörper habe ich ja nie so Struggles. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, einen schönen Morgen, schönen Mittag, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns bald wieder in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.